Willkommen zurück bei Train Fever und weiter geht es auch nach Folge 40 natürlich hier mit dem tollen Videoserien-Spektakel. Und ich habe mir gedacht, in dieser Folge werden wir mal ein bisschen unser bestehendes Netz ausbessern und als erstes müssen wir hier mal das schon lange überfällige Upgrade der Gleise einbauen. Da haben wir aber gerade ein Problem, da ist nämlich ein Zug unterwegs. Müssen wir uns noch ein wenig gedulden. Dann werden wir ein paar Bahnhöfe oder Bahnhofseinfahrten modernisieren. Das schauen wir uns dann auch gleich direkt mal an. So, kurz wieder auf Pause. Und ich wollte hier die Gleise mal erneuern, denn wir haben in unserem IC2 so gut wie keinen Verkehr, also was heißt Verkehr, keine Gäste, die da mitfahren. Und das muss natürlich dringend geändert werden. Und der erste Schritt dazu ist die Gleise hier schneller machen. Man sieht, der schleicht hier gerade ziemlich langsam rum. Und ja, im nächsten Schritt dann schauen, dass wir da vielleicht auch mal modernere Züge draufsetzen. Das wäre dann mein zweiter Vorschlag. Dann würde ich sagen, starten wir mal hier, indem wir den überflüssigen Bahnübergang entfernen und das Ganze dann doch besser mit einer Brücke lösen. Und die Gleise werden dann hier auch direkt erneuert. Wir haben ja ganz rechts das S-Bahn-Gleis, das bleibt da. Aber die anderen Gleise, die werden wir ein bisschen versetzen. So, schaffen wir hier mal ein bisschen Platz. Einen Zug haben wir da gerade nicht, außer den hier. Dann warten wir kurz ab. So, weg ist er. Dann machen wir das hier alles neu. Okay. Und gleichzeitig möchte ich hier dann auch noch ein Gleis frei halten. Und dann schauen wir mal. So, und hier den Bahnübergang. Da schauen wir, dass wir da vorher das Straßenstück schön machen. So. Und dann schnappen wir uns hier das Gleis. Und werden es vielleicht einfach mal in einem durchziehen. Und dann haben wir die bestmögliche Geschwindigkeit. Das ist natürlich ein bisschen kürzer jetzt. Und die Kurve ist ein bisschen entspannter, sag ich mal. So, wie kommen wir hier am besten runter? Das ist eine kleine Delle hier im Gleis, wie man sieht. Das sollten wir auch direkt ausmerzen. Ganz schnell. Beziehungsweise wir lassen es direkt weg. Und bauen das Gleis ja auch neu dann. Oder ist gerade auch wieder eine S-Bahn drauf. Deswegen nicht sofort. So, und da habe ich jetzt glatt vergessen, die Brücke schön zu machen, bevor ich das Gleisstück bestätige. Das holen wir sofort nach. Ich wollte ein bisschen Abstand halten zu der Brücke, dem Bereich, den ich neu baue. So, und dann machen wir die schöne Brücke. Nein, das ist die schöne Brücke. Und hier kriegen wir eine Kollision. Das heißt, wir bauen die Straße hier mal neu. Und machen die so, ja, ich sag senkrecht orthogonal dazu wie möglich. So, schauen wir mal, ob wir jetzt drüber kommen. Genau, die Brücke hat ja hohe Ansprüche immer, aber auch eine zweite sollte hier noch nebenpassen. So, und aus irgendeinem Backgrund hat sich hier der hintere Teil dann mit weggelöscht. Das passiert ja immer mal wieder. Das war schon seit Ewigkeiten so, wurde leider auch nicht ausgebessert bis hierhin. Und wir machen hier noch so eine leichte Kurve. Ich hätte gedacht, dass das Stück gerade bleibt, aber dem ist nicht so. Aber das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. So, hier werden halt die zwei Gleise, das neue Hochgeschwindigkeitsstück. Hier haben wir 125, dann 184 und dann kommen wir hier auf die 300er. Und dann würde ich sagen, wir können vielleicht schauen, dass wir zum Beispiel den, na, wie heißt er? Railjet, den ÖBB Railjet benutzen. Ich glaube, der wäre hier eine gute Alternative auf der Strecke. ICE lohnt sich definitiv nicht. Müssen wir mal schauen. Ich denke, der Railjet, der würde ganz gut passen. Der müsste auch
jeden Moment freigeschaltet werden. So, die Brücke können wir gut neu bauen, aber natürlich zuerst erst dann, wenn wir hier die Gleise erneuert haben. Und ja, mit den S-Bahnen hier müssen wir dann auch schauen, ob wir das so lassen. So, fahr du mal da runter. So, weg ist er. Und dann schnappe ich mir das Gleis hier. So. Gleich wieder schauen, dass sich keine Züge verirrt haben. So. Also, die S-Bahn, die kommen dann hier raus. Das kennen wir ja schon. Ich denke, das lassen wir dann auch so, wie es war. Fahren dann hier rein. Und dann die Weiche. Sehr gut. Okay, okay. Dann müssen wir hier noch ein Signal neu bauen. So. Und dann war es das eigentlich, würde ich sagen. Machen wir hier in die Gegenrichtung auch noch ein Signal. Der Vorsicht halber. Das kann weg. Da setzen wir für die Zeit mal ein Depot dran. Und dann war's das. Nur noch schnell hier das Gleis wieder anschließen. Und die Brücke für den Güterverkehr. Ist das alles wieder repariert hier soweit? Ah, hier fehlt noch ein kleines Signal dahin. Und da haben wir eins. Und dann denke ich, ist das in Ordnung soweit. Sehr gut. Dann müssen wir nur noch hier das Gleis neu machen. Das geht auch ganz fix. Das legen wir direkt wieder daneben. Das denke ich, ist in Ordnung. Und dann kann man natürlich auch drüber nachdenken, den hinteren Teil, wo wir jetzt die S-Bahn mehr auf die Schnellstrecke drauf fahren lassen, dass wir da auch die S-Bahn einzeln fahren lassen, also deren eigenes Gleis spendieren. Das können wir natürlich machen. So, müssen wir gleich schauen, dass die S-Bahn da jetzt nicht irgendeinen Quatsch macht. Also schließen wir das schnell an. So, sehr gut. Weiche Signale brauchen wir hier nicht. Dann lassen wir den Rest so und dann können wir hier das alte abreißen. So, genau, dann ist der Teil neu gebaut und hier wollte ich eine Brücke drüber machen, genau, nachdem wir die Schiene neu gebaut haben, was ja der Fall ist. So, Brücke fertig. Machen wir hier noch ein bisschen Straße. Das war's dann auch schon. So. Und ich denke, in Rauschwitz sollten wir uns auch mal um den Nahverkehr kümmern. Also die Busse, die können wir hier ruhig mal erneuern. Ich denke, es ist an der Zeit, dass sich das hier lohnt. So, machen wir noch ein paar Straßen da unten, auch wenn da nichts benutzt wird. Aber ich glaube, hier hat die KI schon ein bisschen was gebaut. Die Straßen kann ich mich jedenfalls nicht dran erinnern, aber es kann mir auch entfallen sein. Und hier oben hat sich ja auch die Stadt ganz schön entwickelt. Da denke ich, lohnt es sich, wenn wir hier den Nahverkehr neu regeln. Okay, also mal eben schauen, dass die Bahn hier, genau, die fährt jetzt los, also hat das gepasst. Ohne Probleme. So, hier das Gleis haben wir neu gebaut.
Und dann wollte ich den Bahnhof hier neu bauen. Dazu reißen wir den einmal ab und setzen die neu hin. Und zwar mit 4 Gleisen. Und die Schienen kollidieren da irgendwie. Hoffentlich steht der Bahnhof gerade dann wieder. Aber es... Ja, der sieht... Der ist leicht versetzt hier, man sieht's. Ist nicht ganz so, wie er vorher da stand. Kriegen wir das hin? Ist die Frage, aber er will... Er will da nicht rüber snappen. Vielleicht, wenn wir das Stück Straße wegmachen. Ah, das sieht, glaube ich, besser aus. Hoffen wir mal, dass das so stimmt. Ja, ich denke schon. So, und dann machen wir 2 Gleise Durchfahrt für unsere Schnellzüge. Die ganzen Weichen hier können wir dann wieder sparen. Der Zug hier fährt auf der Innenschiene. Das ist falsch. Wo kommt er aus? Müssen wir mal schauen, ob das irgendwie ein größeres Problem wird. So, also machen wir trotzdem hier die Gleise erstmal wieder dran. Dann kann er die auch benutzen, um wieder zurückzufahren, im Zweifelsfall natürlich. So, Durchfahrtsgleise machen wir schnell. Und dann müssen wir hier noch die S-Bahn-Gleise anschließen. Bis da reißen wir sie mal ab. Hier ist noch das dritte Gleis ausgebaut. Das machen wir wieder rückgängig. Zur optischen Unterscheidung der S-Bahn und der Schnellbahn hier an der Stelle nur. So, dann die Gleise anschließen. Sehr gut. Dann müssen wir hier die Einfädelung machen. Das Ausfahrtsgleis, das bringe ich mal direkt hier rüber. Relativ langsam. Ich fahre ja gerade erst an, hier mit 70, das sollte locker reichen. Dann gehen wir hier runter und hier können wir dann eigentlich mit 100 direkt rüber gehen. Dann brauchen wir noch die entsprechenden Signale. So, und da noch. Jawohl, Einfahrtsignale alle. Okay, und dann brauchen wir hier noch das Stückchen und das lassen wir hier einfädeln dann. So, und hier runter. Genau, sehr gut. Dann da noch ein Einfahrtsignal, ein Bahnsignal, meine ich eigentlich die ganze Zeit damit. Okay, dann machen wir noch eins hier vor, um eventuellen Rückstau auffangen zu können, ohne die Schnellstrecke zu blockieren. Und dann haben wir die Gleise hier schon getrennt, dann gehen sie getrennt hier in Richtung Hauptbahnhof runter. Ich denke, das passt so. Dann machen wir hier noch ein Einfahrtsignal in den Bahnhof rein. Machen wir auch zur Einbahn. Hier haben wir Signale. Und dann ist das wieder fertig soweit. Und den lassen wir jetzt hier mal weiterfahren. Halten das Fenster vielleicht offen so lange. Oh, und wir müssen schnell noch ins Linienfenster schauen. Denn, genau, wir müssen sicher gehen, dass die Linie stimmt, dass es außen fährt. Das tut es aber. Haben wir das irgendwo mit gesichert? Nein, haben wir nicht. Doch, haben wir indirekt, weil nur auf diesem Gleis kann man hier unten abbiegen. Das ist die einzige Möglichkeit abzubiegen. Also muss der Zug hier langfahren. Trotzdem sichern wir das zusätzlich ab. Und zwar, wenn wir von Rauschwitz kommen. Moment, halten wir da nur einmal. Ach nee, Rauschwitz ist der Endhalt, oder? Genau. Dann geht es wieder nach Altenplen, das meinte ich. Und dann fahren wir auf dieses Gleis ein. Und hier fahren wir vor West auf dieses Gleis ein. Da gehen wir das Ganze nochmal definitiv sicher für den Moment. Okay, dann können wir das schließen. So, was ich dann noch machen wollte, ist
Dockendorf einen neuen Bahnhof zu geben. Da warten wir jetzt mal, bis beide ICEs voll sind. Da können wir hier direkt nochmal einiges an Passagieren mitnehmen. Wir werden hier sowieso viele Leute verlieren. Wie viel warten hier? Über 100 Leute immer noch auf IC1. Wir brauchen mehr Züge auf dem IC1, ganz offensichtlich. Und trennen uns von dem Bahnhof einfach nur, damit ich dem mehr Gleise gebe. Es ist jetzt teuer, aber es wird natürlich auch nicht günstiger. Wobei ich gerade überlege, ich meine, in wenigen Monaten kommt der neue Bahnhof, der Liège. Dann machen wir das mal eben wieder rückgängig. Auch wenn das jetzt natürlich eine riesen Geldverschwendung war. Aber ich bin mir relativ sicher... Oh, wir müssen die Häuser trotzdem abreißen. Schade. Ja, aber ich bin mir relativ sicher, dass der Bahnhof jetzt bald freigeschalten wird. Und dann müssen wir uns eh mal eine Stadt aussuchen, wo wir den hinbauen. Und da würde ich sagen, passt Dockendorf eigentlich ganz gut. Hier haben wir relativ viel Verkehr. Hier sichere ich jetzt mal eben ab, dass sich da keine neuen Häuser bilden, weil wir die eh wieder abreißen müssen. Und ich denke, wir müssen auch hier dann da auf der Seite vom Bahnhof mehr Platz schaffen. So, also ich meine, 2008 wird der freigeschaltet. Das warten wir mal ab. Linienführung ist geblieben. Nur die Leute müssen erst wieder kommen. So, warten auf freie Wege. Der will jetzt einmal ganz im Kreis fahren oder so, was auch immer er machen will. Das halten wir mal auf und lassen ihn zurückfahren nach alten Plänen. Dann, genau, der ist nämlich gerade auf dem Schnellgleis. Das wollen wir nicht. Aber sobald er dann an West ist, sollte das passen. Dass er jetzt nicht nach West fährt, hängt an unserem manuellen Wegpunkt, den wir eingeführt haben. Wir waren jetzt gerade an Auwies Hauptbahnhof, haben ihn umgedreht. Und das nächste Ziel, was er erreichen kann, ist eben nicht das Signal. Deswegen fährt er direkt nach alten Plänen. Aber passt schon. Wie sieht es da eigentlich aus? Ist auch nicht so gut gefüllt im Moment. Der fährt sowieso in die falsche Richtung jetzt. So, und dann genau, haben wir jetzt schon neue Züge bekommen. Schauen wir mal eben ins Depot. Genau, wir haben den Velius, dieselelektrische Ausführung. Aber sonst noch nichts. Aber wir haben nur noch wenige Tage bis zum Monat, bis zum Jahresende. Dann schauen wir mal, ob wir da was Neues bekommen. Und ob wir das direkt einsetzen können. Und dann, wie gesagt, Rauschwitz könnte neuen Nahverkehr vertragen. Wo wir auch mal wieder nachschauen sollten, ist Güterverkehr. Ich glaube, da sind die Züge auch bald zu alt. Beziehungsweise haben ihr Lebensalter erreicht. Weil der Zug ist nämlich immer hart am Limit. Und der hat noch Luft. Yeah. Der ist aber auch ganz voll, der Eisenzug. Wenn wir es mal sehen. Da sehen wir es genau, ist ganz voll. So, da haben wir jetzt den Railjet bekommen. Aber da fehlt uns noch die Lok. Die kommt ein Jahr später, wenn ich mich erinnere. Aber wir haben schon mal hier den... Oh, ich vergesse den Namen immer. Schnappen wir uns das nächste Depot. Schauen wir eben rein. Genau, den Stadler Flirt. Das ist auch ein sehr guter Zug. Gleich teuer in der Unterhalt wie der Railjet. Würde ich gerne einsetzen, aber auf dem IC, auf dieser Fernstrecke, genau hier, habe ich so das Gefühl, dass der Railjet besser aussieht. Deswegen warten wir noch ein Jahr, bis wir die Züge da austauschen. Und den Stadler Flirt, den können wir gerne als Nahverkehrszug einsetzen, wobei wir da ja noch ein paar andere auch auf der Liste stehen haben, die das auch verdient hätten. Da müssen wir mal schauen. Ich glaube, wir brauchen einfach mehr Linien, um das alles umsetzen zu können. Hier, die Züge sollten auch bald Alter. Ne, doch nicht. Oder? 5%? Ne, genau. Hatte ich da nicht irgendwo einen älteren? Ich weiß es nicht mehr. Aber generell, die Linie könnte mal ein Upgrade verpasst haben. Vielleicht schaffen wir es aber auch erstmal, indem wir einfach nur die Gleise verbessern. Das ging da jetzt nicht, weil da Züge im Bahnhof sind. Hier ist dasselbe Problem. Sollen wir schauen, welche Teilbereiche wir denn upgraden können. Warten wir einfach, bis der Zug hier raus ist. So, jetzt ist aber leider auf dem Gleis hier ein anderer Zug. Da kommt er auch schon. Dann machen wir mal eben ganz schnell den Bahnhof neu zumindest. So, und hier können wir...
das hier neu machen schon. Und hier, genau, jetzt ist der Zug im Bahnhof, haben wir das auch neu. Auf der Seite sind Züge unterwegs. Aber dann haben wir die Linie auch bald mal verschnellert. Da ist er bisher 120 gewesen. Und was ich dann gerne machen würde zum Thema Güter, dass wir hier den Bahnhof verlängern. Dann können wir nämlich längere Züge einsetzen, weil der ist ja, hat schon ja, die maximale Länge, die der Bahnhof hier fassen kann. Also gehen wir das Thema jetzt hier ganz schnell noch an. Wir warten, bis der Zug voll ist und den Bahnhof verlässt. Dann verlieren wir so wenig wie möglich Kohle. Dann warten wir noch, bis der Zug das Gleis hier verlässt. So. Und dann reißen wir das hier ab und bauen einen längeren Bahnhof dahin. Ein Gleis. Und das war bisher der kürzeste anscheinend. Jawohl. Dann bauen wir doch mal die zweite oder die mittlere Version. Weil ich glaube, hier haben wir, genau, hier haben wir auch die mittlere Version. Das heißt, in der Anlieferung müssten wir sonst auch den anderen Bahnhof noch verändern. Das lassen wir erstmal sein. Aber die Version passt. Und schließen wir dann hier an. Ziehen eine etwas engere Kurve dadurch natürlich, aber ich denke, das geht in Ordnung. Und dann können wir da demnächst, wenn es soweit ist, den Zug auch ausbessern. Und der Zug wird dann auch länger gemacht. Wir sehen, dass wir hier Sachen liegen lassen schon. Das ist natürlich nicht perfekt. Das heißt, da werden wir dann auch als nächstes mal uns drum kümmern. Und hier setze ich noch ganz schnell ein Depot hinten dran. Auch genau für diesen oder aus diesem Grund, dass wir da dann einen Zug einsetzen können. Oder wir machen es einfach über den Fahrzeugaustausch. Wobei wir vielleicht vorher gucken sollten, wie viel Kapazität der Zug dann hat. Und das sieht man ja leider nicht, wenn man das Ganze im Linienfenster macht. Das sieht man nur, wenn man den Zug im Depot zusammenstellt, leider. Gut. Dann haben wir jetzt an einigen unterschiedlichen Baustellen was verbessert. Sind jetzt mit dem Jahr wieder halb rum. Ich wollte aufs Jahresende warten, um eben diverse neue Züge mir anzuschauen, beziehungsweise in erster Linie den Railjet, um auf diese Linie hier zu setzen. Aber allein schon die Geschwindigkeitserhöhung hat, glaube ich, dafür gesorgt, dass zumindest der ein oder andere Passagier mehr hier mitfährt. Ist hier jemand drin? Naja, immerhin vier. Also vorher, ich hatte mir das auch offscreen ein bisschen angeschaut, waren die Züge größtenteils wirklich komplett leer. Ah, und genau, ich wollte ja schauen, ob der neue Bahnhof jetzt verfügbar ist. Nein, noch nicht. Also 2008 hatte ich falsch im Kopf. Muss noch mal schauen. Also ich meine schon, dass der jetzt so langsam irgendwann kommt. Vielleicht auch 2009. Bin ich mir nicht sicher. Dann würde ich sagen, nutzen wir vielleicht den Rest dieser Folge noch, wenn es nicht zu lange dauert, um uns den Nahverkehr in Rauschwitz anzuschauen. Und lassen die Zeit dabei einfach laufen. So, Straßenlinien. Da haben wir einmal den Fernverkehr, der immer noch zum Zentrum hier fährt. Der soll aber dann bitte zum Bahnhof fahren. Das werden wir direkt mal anpassen. Haben wir hier einen Fahrzeugersatz eingeschaltet, weil hier haben wir noch unterschiedliche Busse im Einsatz. Na gut, da müssen wir uns auch mal drum kümmern. Aber nach Zentrum fahren wir nach da und dann wird das Zentrum rausgenommen. Dann haben wir das schon angepasst. Dann machen wir den Fahrzeugersatz jetzt eben schnell. Dann würde ich sagen, nehmen wir ein Postauto. Finde ich ganz nett für Fernverkehr. Die Frage ist, wie gut sind die Fahrzeuge besetzt? Ah, ist unterschiedlich. Es sind immer mal so Schwünge anscheinend. Aber da reicht wohl der kleine. Und dann müssen wir es natürlich noch auf Ja stellen, auf 25. Und dann sollten die ersetzt werden. So. Und dann die Linienführung. Die muss hier definitiv mal angepasst werden. Vom Bahnhof aus sollten wir unbedingt das Wohngebiet hier mitnehmen. Den Bahnhof befahren wir auch in beide Richtungen, würde ich sagen. So. Und dann, ja, da machen wir einfach so eine Linie, die auch in beide Richtungen rausfährt. Einmal übers Wohngebiet zu der Haltestelle, die wir hier schon haben, zu der. Das passt bis da hinten in die Ecke und auf dem anderen Ast
fahren wir hier in das Industriegebiet. Da brauchen wir nicht so viele Haltestellen, denn in Industriegebieten ist ja bekannterweise nicht so viel los. Würde ich sagen, vielleicht fahren wir hier so einen Bogen. Da ist schon mal die eine Haltestelle weg. So. Ja, komm. Die werden nicht stark benutzt werden, die Haltestellen da unten, aber das stört mich nicht. Und dann stellen wir einfach mal schnell eine neue Linie. Wir starten am Bahnhof, fahren zuerst mal den interessanteren Weg. Einmal durchs Zentrum. Dann über den Bahnhof, den Kreisel durch das Industriegebiet. Ja, der Teil wird wahrscheinlich, wie gesagt, nicht stark benutzt werden. So, dann färben wir das Ganze rot. Nennen es Rauschwitz 1 jetzt einfach mal, auch wenn wir schon eins haben, aber die kommt dann einfach weg. Und dann nehmen wir das Depot hier und setzen da mal die grauen Busse drauf, die L-Version. Jawohl, ich würde sagen, die L-Version passt. 6 Stück für den Moment auf die rote Rauschwitz 1. So. Und die andere Rauschwitz-Linie, die können wir uns dann sparen, würde ich sagen. Und hier fahre ich einmal falsch. Und zwar muss ich hier auf dem Rückweg den durch den ersetzen. Jetzt stimmt's, genau. So, dann kann die blaue Rauschwitz 1 gelöscht werden. Und jawohl, die Fernbusse fahren nach Gerisheim. Dann denke ich, passt das so wieder. Brücken haben wir in der Stadt auch genug. Gerisheim ist auch nicht so viel los. Stadt wächst aber halt, naja. Renkwieshausen hat sich gut entwickelt, vor allem wenn man bedenkt, dass hier unten mal das Stadtzentrum war. Alles um den Bahnhof herum hat sich prächtig entwickelt. Da können wir vielleicht auch mal ein bisschen mehr Nahverkehr reinbauen. Auwies hat sich auch noch mal deutlich ausgedehnt. Dann haben wir hier das ganze neue Wohngebiet und vor allem alles auf der anderen Seite vom Bahnhof noch nicht angeschlossen. Das heißt, da sollten wir uns auch mal wieder drum kümmern. Aber das machen wir dann alles in der nächsten Folge, wo wir dann auch ins Jahr 2009 kommen und die Railjets dann einsetzen werden. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.